morning. So, welcome everybody. I will just start in English, but we'll switch to German afterwards and then back to English because we will do the introduction in German. So, first, I would recommend that whoever of you do not understand me now or who don't understand any German fluently, you can get earphones in the back. Und das Gleiche nochmal auf Deutsch, the same in German. Jeder, der mich gerade nicht verstanden hat, sollte am besten Kopfhörer sich dort hinten holen. Wir werden zumindest zu Beginn in den Sprachen wechseln. Ich werde aber gleich ins Deutsche erstmal bei der Begrüßung wechseln, aber dann wieder ins Englische, sodass diese Konferenz tatsächlich auch zweisprachig ist. Now I'll stay in German. Ich möchte mich kurz vorstellen, bevor es richtig losgeht. Mein Name ist Daniel Leisegang. Ich bin Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Draußen gibt es Hefte. Wir haben unser Redaktionsbüro. Oh, hier wird es hochgehalten. Das war nicht abgesprochen. Sehr schön. Vielen Dank. Wir haben unser Redaktionsbüro gleich hier um die Ecke und sind Mitveranstalter der Konferenz. Und ich selbst bin, wie gesagt, Redakteur. Ich bin aber auch im Board of Trustees bei Eurozine und freue mich sehr, sehr über die Resonanz und dass so viele hier sind. Bevor wir jetzt inhaltlich weitermachen, würde ich ganz gerne und möchte ich ganz gerne alle Beteiligten auf die Bühne bitten, die zumindest auch repräsentativ für die Teams hier an dieser Konferenz beteiligt waren. Da bekommen Sie dann noch einfach mal einen Eindruck, wie gemischt, wie international und wie europäisch das Ganze war. Deswegen gerne Rekha Kinga-Papp von Eurozine, Roman Schmidt von der Böll-Stiftung, Volker Weichsel von Osteuropa, Thomas Krüger von der Bundeszentrale sehr gerne. Und dann sind wir auch fast komplett. Und wir machen jetzt eine kurze Runde. Rekha, I will ask you in German, if that's okay. Okay, great. Oh, you need a microphone to be understood. Eurozine und 89, das, oder beziehungsweise Europa und 89, ist etwas, was gewissermaßen in die DNA von Eurozine eingewoben ist, was Teil von Eurozine ist. Und mich würde interessieren, was, welche Rolle diese Konferenz, Europe 89, The Promise You Called, was für eine Rolle spielt das für dich, vielleicht auch ganz persönlich? Oh, for me personally, it was more of a becoming story, a coming around story, because I really didn't want to deal with 89. I even wrote an editorial about this, which I never managed to take off of the website later on, why I don't want to remember 89 personally. But also, you know, my personal memories majorly are the bronze statue of old Uncle Lenin being spilt over with red paint one day and then removed a few days later. And I missed that old guy because he was on the way to the kindergarten anyway. So that's quite a different perspective. And I didn't come up in an environment which was in the middle of the events. And I think the resentment that many people in my generation and more importantly in my region still foster towards the commemoration of 89 results from having not been at the center of things or feeling that they most probably didn't have a say, although they were promised a say, they were told they would. So it took me a while to come around to the topic personally, but I think it's a bit less important than what Eurozine has to do with 89. In order to understand this for all those who are not from the Eurozine network, also, hi Eurozine network, nice to meet you again this year. We're not part of the network. I should explain that Eurozine is a twofold project. It's both an online publication relying on its partner journals publishing and a network of more than 90 partner journals and associates with whom we are sharing both content and professional knowledge and a lot of projects all together. So it's a sort of a solidarity-based cluster of responsible journalism, let's say, responsible cultural journalism, which is a very complex, complex thing. And as you see, I've already taken up half my time explaining this. But Eurozine started as a series of meetings, not as a publication in itself, back in 83, I hope I'm remembering right. Back in 83, and with the clear intent that editors of culture journals wanted to have closer connections to each other, and especially to overcome the East-West divide of the then still standing Iron Curtain.
it was problematic, as Klaus Nellen would tell you in his article, also included in our print volume, which you can get out there in the foyer, that inviting a couple of editors was an important gesture and a sincere gesture from organizers in the beginning, but some of them would decline, saying that they cannot really discuss placing the ideal placing and ratio of imagery in their publishing or how they negotiate with their authors, because their authors usually just slit writings under the door anonymously, because otherwise they would end up in jail. So that's a pretty different situation. This is not what we have right now, and we should be able to be proud of it, even if it is now contested, even if it turned out a bit less glorious than originally expected. And I think for your zine, both as a European network and a network somewhat also beyond Europe, talking of Europe and pretty much to Europe too, it is a responsibility that we recap this history in a more sincere fashion. That's why you've been doing a focal point curated by Ferenc Lazo and Luca Lesia Gabrielczyk. We're here and we'll introduce the focal point later on in the afternoon. And that is why we are thrilled to have this conference to discuss this with people. So we are not just sitting in our editorial chairs and trying to make sense of our own thoughts. Yeah, we can meet and discuss. Roman, vielleicht hast du auch Kindergartenerinnerungen an 89, dann kannst du die, sind wir gespannt, sind neugierig. Aber du bist vor allen Dingen Referent für Zeitgeschichte hier im Haus. Was sind deine Verbindungen mit dieser Konferenz? Was sind deine Assoziationen, deine Gedanken? Was liegt für dich in diesem Versprechen aus heutiger Sicht, auch als Historiker? Ich habe überhaupt keine Kindergartenerinnerungen an 89. Ich bin in Bonn aufgewachsen, in einem Universum, das gefühlt so weit von der friedlichen Revolution entfernt lag, wie es nur sein kann. Und für mich war es, dass als ich hier in der Böll-Stiftung angefangen habe vor anderthalb Jahren, auch eine Erfahrung, ich bin 1980 geboren, einfach mich nochmal ganz intensiv mit der Bürgerrechtsbewegung erstmal auseinanderzusetzen und auch mit den Menschen, die hier oft im Haus sind. Für diejenigen von Ihnen, die es vielleicht nicht wissen, weil sie internationale Gäste sind, es gibt natürlich historisch eine enge Verbindung zwischen den Grünen und Bündnis 90, also einem Teil der Bürgerrechtsbewegung, die dann zusammengegangen ist mit der Partei Die Grünen im Westen, zu Bündnis 90 Die Grünen. Und ich glaube, das war ein großer Veränderungsprozess, erstmal vielleicht im Osten, aber dann eben mittelbar auch im Westen. Irgendwann ist es dann auch in Bonn angekommen. Und gerade diese Frage der konsequenten Orientierung an Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit ist, glaube ich, etwas, das man auch erstmal dem Westen, und ich spreche insbesondere auch von den Linken im Westen, beibringen musste. Und das dann aber vielleicht auch geklappt hat und das auch den Westen nicht ohne Widerstände und Rückschläge, aber doch massiv geprägt hat. Und insofern finde ich es ganz wichtig, dass einfach eine Stiftung wie die Heinrich-Böll-Stiftung, die sich politische, historische Bildungsarbeit verschreibt, dann auch so ein Momentum nutzt nach 30 Jahren und darauf nochmal zurückblickt. Und das ist natürlich ganz toll, dass wir das an so einem Anlass mit Partnern machen können, mit einem europäischen Netzwerk und eben nicht nur in der deutsch-deutschen Befindlichkeit schwelgen, sondern eben auch schauen, wie sieht die Situation in Bulgarien aus, wie wurde das in Rumänien wahrgenommen und eben nicht nur mittelbar das mitbekommen, sondern durch Kulturschaffende und Medienschaffende, die einfach hier sind und die mit uns mitdiskutieren. Insofern ist das eine große Ehre und wir freuen uns alle, dass Sie alle hier nach Berlin gekommen sind. Vielen Dank. Ich gehe rüber zu Ihnen, euch beiden, wo der Osten gewissermaßen auch Name des Programms ist. Hier steht er einmal auf dem Hoodie, das muss ich aufgreifen. Thomas Krüger, Sie sind Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung und da liegt die Relevanz, die politische Relevanz des Ereignisses ja quasi vermutlich für Sie auf der Hand. Mich würde auch interessieren, wir wissen oder es ist irgendwie bekannt und das wurde auch gestern kurz angesprochen, dass Sie zumindest auch persönlich in diesen Jahren, in diesen wilden Berliner Jahren hier vor Ort waren. Daher auch vielleicht eine persönliche Einschätzung nehmen an der politischen. Was verbindet Sie mit dem Versprechen von damals? Ja, der Narrativ der friedlichen Revolution wird ja immer hochgehalten, aber ich war 1990 der letzte Stadtrat für Polizei und Justiz in Ost-Berlin und habe durchaus die ein oder andere Disruption auch
auf dem Bildschirm gehabt. Das war also keineswegs sozusagen ein Zuckerschlecken. Und die Erinnerung ist die sozusagen, dass eigentlich in dem Moment der friedlichen Revolution, in Anführungsstrichen, im Grunde genommen die Perspektiven schon sehr plural waren. Wir haben aber erlebt über Jahrzehnte hinweg, dass dieser Narrativ alles dominiert hat und wir uns heute eigentlich vor allem durch die Ereignisse der letzten Jahrzehnte einfach nochmal sozusagen vor der Situation einer Pluralisierung der Erzählungen von 1989 befinden. Und das ist ein sehr interessanter Vorgang, gerade für die politische Bildung. Und vor diesem Hintergrund ist politische Bildung was Hochspannendes, was Hochkontroverses und keineswegs etwas Uniformes oder gar Ideologisches. Zum Zweiten finde ich solche Netzwerke wie Euroscene, wir haben das in der politischen Bildung auch mit Nisi, sind eigentlich sozusagen ganz gute Investitionen in eine Situation, in der man sich eben nicht mehr auf das verlassen kann, was man selber weiß und die eigene Expertise, sondern sozusagen die Blickwinkel der anderen, die Blickwinkel der Partner in einem solchen Netzwerk können einem selber sozusagen auch aus den Routinen des Alltags heraushelfen und den einen oder anderen Blick öffnen. Kann man Walter Benjamin zitieren, der 1923 gesagt hat, in diesen Zeiten darf man sich auf nichts verlassen, was man kann. In der Improvisation liegt die Stärke und dann wechselt er in das Sujet des Boxsports. Alle entscheidenden Schläge werden mit der linken Hand geführt werden. Volker, du als Redakteur der Zeitschrift Osteuropa, ihr tragt es auch im Namen, den Titel Europa zumindest. Ihr seid auch bei Euroscene aktiv, Mitglied des Netzwerks. Was ist deine Sicht darauf? Vielleicht auch eine, die tatsächlich nicht aus Bonn auf die ganze Sache schaut, sondern eher aus der anderen Richtung. Na, weil du alle nach der persönlichen Geschichte gefragt hast, will ich auch so anfangen. Mir geht es wie Roman, ein paar Jahre älter und trotzdem auf einer komplett anderen Galaxie in Westdeutschland geboren. Das Jahr 89 fand kaum statt. Aber ich war ein Kind der Gorbatschow-Generation und habe dann etwas durchgemacht, was repräsentativ, glaube ich, für die gesamte deutsche Gesellschaft und das gesamte Europa ist, nämlich die Entdeckung und Erkundung des Ostens. Das war nur der Anfang, die Hoffnung auf eine neue Sowjetunion, auf den wirtschaftlichen Erfolg, auf die Kontakte, die Prosperität, die für uns Deutsche da kommt. Und dann kam die Geschichte zurück. Dann kamen die Reisen, das Lesen von Tschechien bis nach Zentralasien, von Polen bis nach Georgien, inklusive des Balkans. Das ist eine persönliche Geschichte dieser vergangenen 30 Jahre. Das ist eine Geschichte, die auch die Zeitschrift Osteuropa so durchgemacht hat, in ihrer gesamten Geschichte. Denn gegründet wurde sie 1924 und explizit hier in Berlin mit dem Fokus auf Russland. Und sie war im Geist der Zeit auch antipolnisch. Und die ganze Geschichte der Zeitschrift Osteuropa und der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, die die Zeitschrift herausgibt, ist auch eine Geschichte der Selbstaufklärung über diesen speziell auf Russland fokussierten Blick und die Entdeckung des gesamten Osteuropas und deswegen sind wir auch Mitglied in Euroscene, natürlich auch immer das Mitdenken des Westens. Denn eine Zeitschrift, die sich Osteuropa nennt, wird immer von außen in der Gefahr sein, dass sie von außen wahrgenommen wird als eine Zeitschrift, die Nischen betrachtet, nur das Spezielle sucht, quasi das Ethnologische. So wie ein tschechischer Professor mir mal sagte, bis 1989 wurde ich gefragt, ja, was ist denn das Kommunistische? Ich war ein Berufskommunist für die Fragen der Wissenschaftler von außen. Heute bin ich der Berufstscheche, weil ich immer erklären soll, was das spezifisch Tschechische ist. Genau das ist nicht der Fokus der Zeitschrift, denn wir fragen auch, was ist das Europäische an Polen? Was ist das Vergleichbare an dem, was in Großbritannien passiert, mit dem, was in Spanien passiert, mit dem, was unter Umständen in der Ukraine passiert? Das ist das Europäische und Osteuropäische an der Zeitschrift Osteuropa und an der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Vielen Dank. Ja, in der Tat, man merkt schon, es waren viele Perspektiven dabei in der gesamten Planung und auch in der Durchführung. Es gab auch spannende Debatten, gerade zu Beginn, als wir das Programm entworfen haben. Und ich kann sagen, zumindest von Blätterseite aus war es wir, die als Zeitschrift sich zumindest derzeit den Fragen der Demokratie, der Gefährdung durch Rechtspopulismus auf der einen, aber eben auch des Klimawandels, der Klimakrise auf der anderen Seite, also gerade auch diesen politischen, existenziellen Krisen zuwenden, war es für mich hochspannend zu lernen, zu diskutieren, auch mitzunehmen, auch in der Konferenz heute noch mitzunehmen, was sind die Lehren, die wir vielleicht aus diesem Epochenbruch,
der vielleicht auch möglicherweise wieder ansteht und von den Bewegungen lernen können. Insofern freue ich mich auch mit euch gemeinsam auf eine spannende Konferenz.